Dann. Servus Leute, heute sprechen wir über Aufsteckblitze. Ich habe lange Zeit gar keine Ahnung gehabt, wie man mit Blitzen fotografiert. Ich habe mir dann zusammen mit meiner ersten Vollformatkamera gleich noch das Set mit Aufsteckblitz mit dazu geholt. Also es gab es irgendwie mit Canon Blitz und Canon 2405 und gleich noch die komplette Kamera mit dazu. Und habe das lange Zeit nicht benutzt. Also viele Leute haben Angst vor Blitzen oder haben einfach gar keine Ahnung, wie man sie richtig einsetzt. Und dabei ist das eigentlich was richtig Cooles. Und heute in dem Video möchte ich mal drüber sprechen, was man nicht machen sollte, was man auf jeden Fall machen kann, um coole Bilder zu bekommen, und ich habe jede Menge Tipps für dich. Ich möchte erstmal anfangen mit so typischen Fehlern oder mit Fotografen, die ich schon gesehen habe, die mit Blitzen fotografieren, wo ich mir gedacht habe, so, hä, warum machen die das genau? Vielleicht habe ich das jetzt noch nicht richtig verstanden, aber ich bin der Meinung, bei strahlendem Sonnenlicht braucht man keinen Blitz. Trotzdem sehe ich genug Fotografen, die halt hergehen und halt einfach immer den Blitz drauf haben. Aus welchem Grund auch immer. Also da wird jedes Bild, ich habe das Paradebeispiel dafür, bei einer Hochzeit war ein Hochzeitsfotograf da, der eine andere Hochzeit fotografiert hat, die im Nebenraum war, und der hat den Brautstrauß wunderschön draußen in die Sonne reingelegt, also in den Schatten, war rundherum noch ein bisschen Sonnenlicht gewesen, aber er hat dann halt frontal drauf geblitzt und ich dachte mir, warum macht er das? Ich habe das gleiche Bild fotografiert und meins hat ohne Blitz funktioniert. Ihr müsst immer bedenken, wenn ihr mit einem Aufsteckblitz fotografiert, dann verändert ihr euer Bild nochmal komplett. Natürlich ist es eine weitere Lichtquelle, die die Lichtsituation verändert. Deswegen ist meine Herangehensweise hier, dass ich Blitze nur einsetze, wenn sie notwendig sind. Also wenn es dunkel ist beispielsweise. Klar, die Kameras können vom ISO her immer höher gehen, aber irgendwann ist es eben notwendig, doch mit einem Blitz zu fotografieren. Tanzendes Brautpaar ist immer so das beste Beispiel dafür. Das bewegt sich schnell, meistens ist es dunkel und man möchte die Lichter vom DJ vielleicht mit einem neutralen Licht noch so ein klein bisschen ausgleichen. Dann ist so ein Aufsteckblitz richtig cool. Oder wenn man eben ein spezielles Projekt plant und eben sagt, hey, ich möchte mal draußen blitzen, gegen die Sonne blitzen. Beim Aufsteckblitz ist das vielleicht ein klein bisschen viel verlangt, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Spezielle Anlässe, bei denen man Blitze braucht. Ich habe hier schon einige Projekte gemacht, also ich habe beispielsweise das Foto hier erstellt, das entstanden ist, indem ich den Blitz einfach von der Kamera runtergenommen habe und direkt so nah an die Kameraachse gehalten habe, wie nur möglich. Dadurch sieht es vielleicht ein bisschen amateurhaft aus, war in dem Moment aber so gewollt, und ich finde den Style richtig genial. Kann man mögen, kann man hassen, ich bin auf jeden Fall der Meinung, Blitze sind nichts Schlimmes und es lohnt sich auf jeden Fall als Fotograf einen zu besitzen und es lohnt sich als Fotograf auf jeden Fall sich damit mehr zu beschäftigen. Denn man kann kreative Projekte mitmachen und naja, man sieht nicht so amateurhaft aus, sollte man mal Veranstaltungen fotografieren. Denn jetzt kommen wir mal zu einem Fehler, den leider viele machen. Zum einen, ja, wird der Blitz einfach hier auf die Kamera draufgesetzt und so gelassen, wie er ist. Frontal einfach drauf und es wird schon was Gutes bei rumkommen. Das ist schon mal Punkt Nummer 1. Das sieht meist nicht so toll aus, also die Schatten im Gesicht sind zwar sehr hart, aber dafür auch sehr flach. Es gibt ein eigenartiges Licht, was man so nicht kennt und was man halt als diesen typischen Geblitzt-Look bezeichnet. Sowas kriegt man auch, wenn man mit dem Smartphone blitzt beispielsweise. Sieht nicht sonderlich schön aus. Habe ich gleich noch ein paar Tipps, wie man das Ganze vermeidet. Beispielsweise mit reflektierenden Oberflächen. Wir haben ja jede Menge um uns rum. Wir haben die Decke, wir haben die Wände oder sowas. Wir können ja das Licht immer von der Seite irgendwie kommen lassen. Und hier gibt es auch einige, die das machen. Und ich hatte hier einen speziellen Fall in einem Einkaufscenter bei uns in der Gegend. Da hat jemand eine Veranstaltung dort fotografiert und der hat gegen die Decke geblitzt, die blöderweise aus Glas war und in 20 Metern Höhe. Das reicht auch nicht. Also wenn ihr über eine Wand blitzen möchtet, sollte diese nicht so weit entfernt sein. Also möglichst nah dran und nicht farbig. Denn farbige Wände reflektieren natürlich ihre Farbe mit, was ein cooler Effekt sein könnte. Doch wenn man neutrales Licht haben will, dann sollte sie möglichst weiß sein. Gut, jetzt gibt es ja Angebote ohne Ende, was man an Blitzen kaufen könnte oder auch nicht. Ich habe mir hier also ganz zu Anfang einen Canon-Blitz geholt, der auch seither funktioniert wie eine Eins. Wer viele Veranstaltungen fotografiert, wer Blitze regelmäßig im Einsatz hat, für den empfehle ich, holt euch was Professionelles. Wer das jetzt mal ausprobieren möchte und wer sagt, hey, ich fange klein an, warte mal, so ein Blitz, der kostet 400, 500 Euro. 517,36 Euro.
Als Alternative kann ich definitiv die Geräte von Yongnuo empfehlen. Klar sind die nicht so gut verarbeitet, das ist ja irgendwie logisch, man muss in einem 500-Euro-Blitz muss man auch irgendwas erwarten. Vielleicht fehlt auch die eine oder andere Funktion, aber gerade für den Anfang sind die Dinger richtig genial. Die haben einige Einstellungsmöglichkeiten, kommen wir gleich zu, sie funktionieren aber im Prinzip wie ein ganz normaler Blitz. Es kommen Batterien rein und man stellt ihn auf die Kamera und wenn man auf den Auslöser drückt, dann blitzt er halt. Das ist so das Grundprinzip, was man eigentlich als Funktion von einem Blitz erwarten sollte. Doch es gibt noch ein paar Sachen mehr. Klar, wir können, darauf sollte man auf jeden Fall bei einem Blitz achten. Wir können hier diesen Kopf rumdrehen. Das ist das, was ich meinte mit gegen der Wand blitzen. Wir können aber auch gegen die Decke blitzen. Wir können sogar nach hinten blitzen. So rum, so rum. Das können die meisten Aufsteckblitze. Also ich habe, glaube ich, noch keinen gesehen, der es überhaupt gar nicht konnte. Das ist schon mal eine tolle Möglichkeit, um eben das Licht weicher wirken zu lassen und natürlicher wirken zu lassen. Hier ein Beispielbild. Das ist einmal ein Foto von mir mit frontalem Blitz und das ist einmal ein Foto von mir mit Blitz, der gegen die Wand ging. Ihr merkt schon, Licht sieht deutlich weicher aus, Licht sieht deutlich besser aus und deswegen sollte man das auch mal ausprobieren. Oder auch gegen die Decke, das ist gegen die Decke, muss man in dem Moment selber entscheiden, was hier am besten funktioniert. Doch was können wir jetzt machen, wenn wir gar keine Möglichkeit haben, von irgendeiner Wand, von irgendeiner Decke zu reflektieren oder es einfach, ja, wir uns einfach bewegen müssen und es deswegen immer schwierig ist, links, rechts, oben, unten immer was Reflektierendes zu finden. Ich habe hier ein paar Tipps für dich. Und zwar fangen wir einfach mal an mit dem eigentlichen Reflektor, der sich hier oben drin befindet. Hier kann man so ein weißes Blättchen rausziehen. Und das gibt uns schon mal eine super Möglichkeit, die Lichtquelle an sich zu vergrößern. Mit einer größeren Lichtquelle schaffen wir weicheres Licht und dieser totgeblitzt-Look sieht nicht ganz so extrem aus. Ich gehe meistens her, wenn ich die rausgezogen habe, kann man auch mit diesem Ultraweitwinkelreflektor hier hinten machen. Nicht alle Blitze haben diese weißen Karten. Und dann kann man einfach hergehen und kann den Blitz so leicht nach vorne neigen. Muss man immer so ein klein bisschen gucken, wie das am besten funktioniert. Ich habe ihn meist in einem Winkel zwischen 45 und 60 Grad und blitze dann nach vorne. Dadurch, dass meine Lichtquelle ein bisschen größer ist und das Ganze so schräg geblitzt wird, habe ich dadurch ein deutlich besseres Ergebnis und immer noch so einen kontrastreichen Look, den ich ja eigentlich durch einen Blitz erreichen möchte. Jetzt haben wir natürlich auch noch eine andere Möglichkeit. Wir können das Licht immer weicher machen. Das hier ist eher eine Methode, die für ein härteres Licht sorgt. Wenn ich ein weiches Licht haben möchte, dann nehme ich eine Tupperdose. Eigentlich heißt das Blitzreflektor, doch ja, es sieht aus wie eine Tupperdose. Guck mal hier. Mich würde nicht wundern, wenn da irgendwo Mikrowellen geeignet draufstehen würde. Das können wir einfach über unseren Blitz ziehen. Passt auf den hier leider nicht. Und das streut das Licht sowohl ein bisschen zur Seite als auch nach vorne, macht die Lichtquelle größer und sorgt schon mal für ein weicheres Licht. In der Konstellation würde ich sogar gerade blitzen, also schön geradeaus. Das ist nicht ganz so wild, wie wenn man das direkt mit dem eigentlichen Blitz machen würde. Und wem das immer noch nicht reicht, für den habe ich eine Softbox. Eine Softbox, die ja, so aussieht. Ich habe sie schon mal erwähnt, das ist die SMDV. Die SMDV ist eine relativ portable, kleine Softbox, die jetzt weniger dafür gedacht ist, um sie auf der Kamera zu verwenden, weil das wirkt ein bisschen übertrieben. Ist bestimmt möglich, ich habe so auch schon fotografiert, aber es ist eben ein bisschen unschön. Gerade wenn man Veranstaltungen mit fotografiert, ist das eher zu groß. Doch die bringt uns zu unserem nächsten Punkt und der nächste Punkt heißt entfesselt blitzen. Entfesselt blitzen heißt nichts anderes als den Blitz von der Kamera zu lösen. Quasi wie wenn man über eine Wand blitzen würde, nur lässt man jetzt die Wand weg und stellt den Blitz einfach an diese Stelle, dass das Licht von der Seite kommt. Sieht komplett anders aus und gibt schon so ein bisschen diesen Studio-Look. Wenn ihr überlegt, mein Licht kommt jetzt auch von der Seite und es gibt in meinem Gesicht eine helle und eine dunkle Seite und dieser kontrastreiche Look sieht nochmal viel professioneller und viel cooler aus, als wenn man direkt einfach auf ein Motiv draufblitzen würde, so frontal auf Kameraachse. Das ist, finde ich nochmal so die nächste Stufe. Man kann das Ganze jetzt mit der SMDV, also mit so einer Softbox kombinieren und sich sozusagen in kleinen, portablen Studio-Blitz bauen. Die ganz einfache Möglichkeit, sowas zu machen, ist einfach diesen Ständer zu nehmen, der bei dem Blitz mit dabei ist. Der ist bei eigentlich jedem Blitz, den ich bisher bekommen habe, mit dabei. Hat hier unten auch die Möglichkeit, das Ganze auf ein Fotostativ zu schrauben. Und kommt auf den Blitz einfach so drauf. Und ich könnte den jetzt hinstellen, wo ich will. Also ich kann ihn einfach mal so, genau, passt. Stell ihn noch genau ein oder sowas in die Richtung.
und der blitzt jetzt einfach hier hinten von der Seite, wenn ich das möchte. Ist ein bisschen einfacher, als solche großen Teile zu nehmen, doch ja, so eine SMDV bzw. so eine größere Softbox ist ja quasi egal, welche Softbox man in dem Moment nimmt. Die sorgen für ein viel weicheres Licht und es wirkt eben so, wie jetzt hier in dem Moment. Ich habe hier auch eine relativ große Lichtquelle und das wirkt nochmal komplett anders, als wenn ich direkt mich mit einem Blitz anblitzen würde. Ich habe Beispielbilder, wo das alles nochmal verglichen wird, wo ihr das nochmal genau seht, um euch selber ein Bild zu machen. Ich persönlich bin ein sehr fauler Mensch. Ich bin jemand, der gerne eine Technik hat, die einfach funktioniert, wo ich mir keine großen Gedanken machen muss. Es gibt ja bei Blitzen unglaublich viele Möglichkeiten, wie man die auslösen kann, also jetzt entfesselt auslösen kann, wenn sie von der Kamera weg sind. Es gibt Funkauslöser, es gibt die Fotozelle und es gibt Kabelauslöser. Also man kann ein Kabel auf den Blitzschuh machen und ein Kabel an den Blitz machen, dann hat man so eine Möglichkeit, den Blitz noch irgendwie entfesselt auszulösen. Finde ich ein klein bisschen bescheuert und fehleranfällig, was das Ganze angeht. Kann jeder machen, wie er möchte, jeder kann seine eigene Methode finden. Ich bin ein fauler Mensch, der gerne mit der Fotozelle arbeitet. Die Fotozelle ist sowohl bei Studioblitzen als auch bei Aufsteckblitzen hier einfach eine Zelle, die guckt, hat es gerade geblitzt? Wenn ja, blitze ich einfach mit, wenn nein, dann halt nicht. Funktioniert relativ einfach. Ich hoffe, man sieht das Ganze auf dem Video. Wenn ich mit diesem Blitz blitze, blitzt der andere einfach mit. Sie blitzen gleichzeitig. So gleichzeitig, dass das sogar auf einem Foto festgehalten werden kann. Also das ist wirklich im Millisekundenbereich, das kriegt überhaupt gar keiner mit. Das ist richtig zackig, richtig schnell. Der Nachteil ist natürlich, dass sie mit allem mitblitzen. Also sobald jemand ebenfalls an dem Ort fotografiert und ebenfalls einen Blitz verwendet, dann kann der natürlich eure Blitze einfach übernehmen. Wäre eine Möglichkeit, ist mir bisher noch nicht passiert, kenne aber schon einige Stories von Hochzeiten, die wo jemand Blitze rundherum aufgestellt hat und ja, es waren halt mehrere Fotografen vor Ort und jeder hat die Blitze mit benutzt und kann cool sein, kann aber auch vielleicht nervig sein. Dann kann man natürlich einen Funkauslöser benutzen. Funkauslöser habe ich in dem Moment auch welche von Junglu, die kann man entweder mit der integrierten Funke von dem Blitz an sich verwenden, also manche haben hier einen Funksender mit eingebaut und dann bräuchte man nur einen Sender und keinen Empfänger. Wer da aber auf Nummer sicher gehen möchte, der kann einfach eine Seite an den Blitz und eine Seite auf die Kamera setzen und die verstehen sich untereinander und wenn die Kamera auslöst, löst auch der Blitz hiermit aus. Also ihr seht, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man einen Blitz auch von der Kamera runternimmt und entfesselt auslösen kann. Sie haben aus meiner Sicht gegenüber professionellen Studioblitzen einige Vorteile. Klar sind sie nicht so leistungsstark und lassen sich vielleicht nicht 100% so regeln, wie man das vielleicht möchte. Aber man kann mit so einem Aufsteckblitz und einer passenden Softbox schon relativ weit kommen, auch in einem eigenen Heimstudio. Und sie sind definitiv kleiner, sie laufen mit Batterien, was es viel einfacher macht und man kann deutlich schneller mit denen auslösen. Ich habe das bei meinem Mehlpulver-Shooting eingesetzt, weil mit einem Aufsteckblitz kann man im Serienbild fotografieren und gerade bei so Mehl-Shootings ist das richtig genial. Ich hatte 3 Blitze, glaube ich, im Einsatz gehabt und die wurden alle per Fotozelle ausgelöst und es ist gar kein Problem hier wirklich. Funktioniert ohne Probleme. Schaffen nicht alle Studioblitze. Es gibt mit Sicherheit welche auf dem Markt, aber die sind preislich in keinster Weise mit einem Aufsteckblitz vergleichbar. Also besorgt euch einen Aufsteckblitz. Es ist definitiv jede Menge Potenzial da drin. Gerade wer sich so ein klein bisschen für interessiert, für Lichtgestaltung, für künstliche Lichtgestaltung, der sollte sich sowas besorgen. Also jetzt nicht unbedingt von Canon, man kann auch mit den günstigeren anfangen. Ich bin auch mit einem relativ günstigen eingestiegen und habe super Ergebnisse damit erreicht. Also, probiert's aus, nur bitte fotografiert nicht alles mit Blitz, nur weil ihr jetzt einen Blitz habt. Setzt ihn gezielt ein und setzt ihn nur dann ein, wenn ihr es entweder plant oder wenn es notwendig ist. Das war's für heute. Jede Menge Tipps zum Thema Blitzen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr nochmal so ein Video zum Thema Blitzen haben möchtet, wo ich so ein bisschen mehr ins Detail gehe und manche Techniken ein bisschen genauer erkläre. Es hat jetzt einiges gefehlt. Ich weiß, Thema TTL beispielsweise, die so eine leichte Blitzautomatik mit sich bringt, werde ich alles noch in zukünftigen Videos ansprechen. Also bleibt dabei, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten sehen wir uns entweder auf fotografieren-lernen.eu im nächsten Video oder morgen auf meinem Instagram-Kanal. Da wird es nämlich einen Livestream geben mit einem coolen Tipp zu einem Thema, das aktuell in der Fotografie-Community für einiges sorgt, für einige Diskussionen sorgt. Schaut vorbei auf jeden Fall und wir sehen uns.